Maß liegen die Wracks spanischer Schatzgaleonen, Zeugen jener Zeit, in der hier um das Gold Südamerikas gekämpft wurde. In den Tiefen des Ozeans suchen Taucher nach Schätzen, die Spanien niemals erreichten. Sie sanken mit den Schiffen der Konquistadoren. Wir sind an Bord der Beacon, ein Hightech-Schiff, auf dem wir durch die Karibik kreuzen, um alte Galeonen aufzustöbern. Mit dem amerikanischen Schatzsucher Herbert Humphreys folgen wir der Spur, die uns zurück ins 16. Jahrhundert führt, zum berühmtesten Freibeuter der Geschichte. Francis Drake ist 20 Jahre alt, als er 1560 zum ersten Mal der Enge seiner ländlichen Heimat entflieht, an Bord eines Schiffes mit Kurs auf Afrika. Die Europäer haben ein neues Geschäft entdeckt. Sklavenhandel. An der westafrikanischen Küste kaufen und rauben sie die menschliche Ware und verfrachten sie in die neue Welt. Da sich die Sklaven bei ihrer unmenschlichen Arbeit auf den Plantagen und in den Bergwerken Amerikas zu Tode schuften, fehlen dort immer Arbeitskräfte. Händler, die mit vollgepferchten Sklavenschiffen den Atlantik überqueren, erhoffen sich große Gewinne. So wie der englische Kaufmann John Hawkins, ein Verwandter Drakes. Auf Hawkins Schiff beginnt seine Karriere als Sklavenhändler. Schmiedeeiserne Kanonen begrüßen noch heute die Schiffe, die sich den Küsten der Karibik nähern. Der Sklavenhandel ist im 16. Jahrhundert das Monopol der Spanier. Wer es, wie Hawkins und Drake, zu brechen wagt, wird mit dem Tode bedroht. 70 Jahre ist es erst her, dass Kolumbus amerikanischen Boden betrat. Kurz darauf wird Spaniens Anspruch auf Amerika besiegelt durch päpstlichen Beschluss im Vertrag von Tordesillas. Sevilla in Andalusien ist der Hafen zur neuen Welt. Einmal im Jahr ankert hier die Schatzflotte, voll beladen mit den Reichtümern aus Amerika. Im Gold- und Silberturm, der Zollstation, wird die wertvolle Fracht registriert und die Steuer für die spanische Krone errechnet. Sevilla erstrahlt dank des unerschöpflichen Gold- und Silberflusses. Im Schatten des kolonialen Glanzes entsteht eine gigantische Bürokratie. Im Kolonialarchiv der Stadt wird heute noch bewacht, was einst das Geheimnis der spanischen Krone war, die Buchführung über die neue Welt. Die Bilanz einer Eroberungsgeschichte in Form von Warenabrechnungen und Zeitzeugenberichten über Schlachten und Stürme, Schatzladungen und Schiffskatastrophen. Ein gewaltiges Archiv, das Jahrhunderte später Wegweiser ist zu den im Meer verschollenen Schätzen. In der Bibliothek des spanischen Kolonialarchivs beginnt deshalb die Arbeit des bekannten belgischen Bergungsexperten Robert Stenuis. Von seiner Recherche hängt das Glück der Schatzsucher auf der Beacon ab. Stenuis liefert die Daten über den Wert der Ladung und die Lage eines Wracks. Lohnt das Ziel den Einsatz, dann beginnt die Suche. Das Sonargerät wird ins Wasser gelassen. Tag und Nacht zieht es seine Linien durch das abgesteckte Suchgebiet und zeichnet alles auf, was sich bis zu 300 Metern seitlich von ihm befindet. Es sendet unaufhörlich Signale nach oben. In der Computerzentrale wird der Datenstrom entschlüsselt, in der Hoffnung, die Umrisse eines Wracks zu erkennen. Keiner kann sagen, wie lange die Suche dauern wird. Aber alle sind sich sicher, irgendwo hier unten liegen die Wracks reich beladener Galeonen. Die Hinweise in den alten Dokumenten in Sevilla sprechen dafür. Im Kolonialarchiv zeigt uns die Historikerin Genoveva Macias Berichte, die die spanische Krone von ihren Beamten aus Amerika erhielt. Von nichts anderem ist darin so viel die Rede wie von den neu entdeckten Reichtümern. Silber und Gold. Sofort nach der Entdeckung der amerikanischen Gold- und Silberbergwerke begann man mit dem Export des Edelmetalls nach Europa. Hier war Geld knapp. Deshalb wurde das Gold und Silber dringend zur Münzprägung benötigt. Da viel geschmuggelt wurde, ist es sehr schwierig, in Zahlen zu nennen, wie viel Gold und Silber aus der neuen Welt nach Europa gelangte. Man schätzt, dass es allein im 16. Jahrhundert ca. 180.000 Kilo Gold und 16 Millionen Kilo Silber gewesen sind.
Spaniens Reichtum scheint von Gott gesegnet. Als Bollwerk des Katholizismus fühlt sich das ganze Land berufen, die neue Welt zu bekehren. Im heiligen Auftrag segelt die Schatzflotte über Ozeane, die ein Reich trennen, in dem die Sonne nie untergeht. Spanien ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Gegensatz zu England könnte nicht größer sein. Die protestantische Insel ist verarmt. Aufgerieben von blutigen Religionskonflikten benötigt sie dringend Geld. Doch zu den Reichtümern Amerikas blockiert Spanien den Zugang. Gibt es andere Wege zu den Schätzen der neuen Welt? Bald folgt die englische Königin Elisabeth I. dem Vorbild Hollands und Frankreichs, die die Freibeuterei in spanischen Gewässern fördern, um die Staatskassen zu füllen. Noch hat die Queen nichts vom jungen Ehrgeizigen Francis Drake gehört. Er treibt sich im ersten Jahrzehnt nach ihrer Thronübernahme als Sklavenhändler herum, bis es 1568 zu einem Zwischenfall kommt. Stürme peitschen Hawkins Schiffe an die mexikanische Küste. San Juan de Ulua, eine kleine Festungsinsel, ist der einzige Hafen, der Schutz bieten kann. Heute liegt die Festung mitten im Hafengelände der mexikanischen Großstadt Veracruz und ist Museum. Ein mexikanisches Historikerteam rekonstruiert am Computer, was im 16. Jahrhundert die Gemüter der Spanier erregte. Hawkins trickreiche Ankunft in jenem Hafen, in dem die goldene Beute aus den mexikanischen Bergwerken auf die Schatzgaleonen verladen wurde. Der mexikanische Historiker Pablo Montero zeigt uns eine Karte der Inselfestung. Die Ankerplätze liegen auf der dem Festland zugewandten Inselseite. Um nicht von den stürmischen Nordwinden auf die zerklüftete Küste zugetrieben zu werden, verschaffte sich Hawkins mit einem Flaggentrick Zugang zum windgeschützten Hafen. Nur hier konnte er seine Schiffe sicher an den Ankerringen vertäuen. Hawkins wird freudig begrüßt. Ein Missverständnis. Am gleichen Tag wird die jährliche Flotte aus Spanien erwartet. Dicht nebeneinander ankern nun spanische und englische Schiffe. Offiziell handelt man eine Waffenruhe aus, doch die Lage im Hafen bleibt angespannt. Wie lange gilt eine Abmachung, die mit feindlichen Engländern getroffen wurde? Tagelang bereiten die Spanier heimlich den Angriff vor. Dann geben sie Feuerbefehl. Die 5 Schiffe der Engländer werden von allen Seiten attackiert. Nur 2 gelingt die Flucht. Hawkins kämpft sich den Weg frei auf der Minion und rettet noch viele seiner Männer von Bord der sinkenden Schiffe. Drake gelingt die Flucht mit der Judith. Nach 8 Stunden ist die Schlacht vorbei. Ein schwarzer Tag für die Engländer. Drake ist sicher in England angekommen. Doch die Frage bleibt offen, wen trifft die Schuld an dem Desaster? Sein Name wird von Hawkins in einem Bericht an die Queen genannt. Er habe seine Landsleute im Stich gelassen. Ein schwerer Vorwurf. Der Angeklagte sieht sich selbst als Opfer, weil es die Spanier waren, die den Waffenstillstand gebrochen haben. Er schwört seinen Feinden Vergeltung. Er kauft sein erstes eigenes Schiff und hisst die Segel mit Kurs auf die Karibik. Ab jetzt heißt sein Motto: Rache den Spaniern, Kampf mit allen Mitteln. Die Maske des Händlers hat er abgerissen. Jetzt zeigt er das Gesicht des Piraten. Die Schwierigkeiten fordern ihn geradezu heraus. Er weiß, das Überleben auf See hängt auch davon ab, ob der Kapitän seine stets zu Meutereien neigende Mannschaft im Zaum halten kann. An Bord warten Krankheiten, Skorbut und Fieber. Doch Drake hält die Männer mit der Aussicht auf Beute bei Laune, verspricht ihnen Gold und Silber am anderen Ende der Welt. Und immer wieder gelingt es ihm, seine unberechenbare Mannschaft zu bändigen. Nur wenige einfache Instrumente helfen ihm bei der Navigation auf offener See.
Mit dem Jakobsstab misst er den Winkel der Sonne über dem Horizont und errechnet daraus den Breitengrad. Da alle Breitengrade parallel zum Äquator verlaufen, glückt der Seeweg nach Amerika. Die Passatwinde treiben die Schiffe direkt an die Küsten Mittelamerikas und mit dem Golfstrom segeln sie wieder in die Heimat zurück. In einer Zeit, in der der Längengrad noch unbekannt ist, hängt der Ausgang der Reise von den persönlichen Fähigkeiten des Kapitäns ab. Drake kennt den Seeweg nach Amerika. Seine Zeitgenossen bescheinigen ihm außerdem ein glänzendes Gedächtnis. Was ihm an Wissen fehlt, raubt er sich von den Schiffen der Feinde. Geheime Aufzeichnungen, Logbücher, Karten. Er nimmt spanische Seeleute gefangen, die ihm unbekannte Routen durch spanische Gewässer zeigen, vorbei an gefährlichen Untiefen, Riffen oder Felsen. Jahrhunderte später kreuzt unser Schatzsucherschiff vor Panama, um die Wracks jener Galeonen zu finden, deren Kapitäne weniger Glück hatten als Drake. Im Computerraum der Beacon kommt Bewegung auf. Das Sonargerät hat die Umrisse eines Wracks aufgezeichnet. Die ferngesteuerte Unterwasserkamera wird vorbereitet. Hightech soll helfen, Schätze zu orten. Doch die empfindlichen Instrumente kosten Millionen lange bevor die erste Münze entdeckt worden ist. Nach einer letzten Kontrolle wird die Kamera vorsichtig in die Tiefe gelassen. Francis Drake war dafür bekannt, die Schiffe seiner Feinde zu verschonen. Eine Ausnahme. Der Meeresboden ist übersät mit Wracks. Eine Galeone? Ein Piratenschiff? Vielleicht das lang ersehnte Gold? Dieses Mal ist es nur ein Handelsschiff aus dem 20. Jahrhundert. Jeder Tauchgang eine Überraschung, Entdeckung oder auch Enttäuschung. Gefühle, die sich die modernen Schatzjäger mit ihrem Vorgänger teilen. Immer locken die Beute und das Abenteuer. Als Drake die Küsten des amerikanischen Festlandes erblickt, sieht er eine wilde Welt voller Möglichkeiten für einen jungen, ehrgeizigen und skrupellosen Mann. Zielstrebig steuert er das heutige Panama an, sein künftiges Jagdrevier. Er entdeckt eine versteckte Bucht und nennt sie Port Pheasant, Fasanenhafen. Später wird sein Biograf notieren: Port Pheasant ist eine schöne, runde Bucht mit sehr sicherem Hafen bei allen Winden, da die Einfahrt an beiden Seiten geschützt wird. Bis heute ist nicht klar, welche der zahllosen Buchten an der panamaischen Karibikküste der Schlupfwinkel des englischen Eindringlings gewesen ist. Vielleicht die Bucht von Puerto Escocés? Sie liegt 200 Kilometer von Nombre de Dios entfernt, Drakes nächstem Angriffsziel. Wenn einmal im Jahr die Flotte vor Anker liegt, stapeln sich dort die Schätze der spanischen Kolonien. In der Nacht zum 29. Juli 1572 wagt Drake den Überfall. Eine kleine Wachmannschaft schlägt Alarm. In der Dunkelheit herrscht Chaos. Soldaten tauchen auf. Die Bewohner verteidigen sich. Sein erster großer Piratenstreich läuft anders ab, als es Drake sich erhoffte. Er misslingt. Später wird er seinen Biografen schreiben lassen, dass seine Männer bis zu den Schatzkammern der Stadt vordringen konnten. Dann plötzlich habe ihn ein spanischer Schütze am Bein verletzt. Seine Mannschaft zieht sich zurück, ohne Beute, ohne Silber oder Gold. Wenig später erreicht und erschüttert die Nachricht von dem dreisten Überfall Spanien. Im Escorial-Palast, der Schaltzentrale des spanischen Imperiums, liest der katholische König Philipp II. In den Berichten seiner Beamten zum ersten Mal den Namen des englischen Piraten. Francis Drake, der undichte Stellen im Sicherheitssystem der spanischen Schatzhäfen entdeckt hat. Der tollkühne Überfall macht seinen Namen bekannt, auch wenn er diesmal noch der Verlierer war.
Verletzt verkriecht sich Drake in seinem Schlupfwinkel. Was hat er falsch gemacht? Sein Plan war gewagt, aber voller Schwächen. Möglicherweise waren auch die Schatzkammern der Stadt nicht so zum Bersten gefüllt, wie er es später berichten ließ. Denn es ist Regenzeit und somit keine Saison für die Schatztransporte. Der Zeitpunkt des Überfalls war falsch gewählt. Drake hat die spanische Krone gereizt, ohne England zu nutzen. Hat er zu viel gewagt? Der ehrgeizige Abenteurer wird sich nie wieder so einsam fühlen wie nach dem missglückten Angriff auf den spanischen Hafen. Solange er nicht Gold und Silber nach England bringt, bleibt er ein Gefangener der Tropen. Niemand bürgt für ihn, wenn er jetzt versagt. Er ist zum Erfolg verdammt. Statt goldener Schätze und Ruhm erwarten ihn Monate voller Fremdheit, Einsamkeit und endlosem Regen. In einer Bucht am Ende der Welt. Er ist nur ein gottverlassener Pirat, der Verbündete braucht. Er findet sie in freiheitsliebenden Rebellen, denen die Flucht aus der spanischen Sklaverei geglückt ist. Ihre ehemaligen Herren nennen sie Cimarrones, wilde Sklaven. Doch sie tragen diesen Namen mit Stolz in ihren Verstecken im unzugänglichen Dickicht, in das ihnen kein Spanier zu folgen wagt. Drake kreuzt vor der Mündung des Rio Chagres in der Nähe des heutigen Panamakanals und lauert Galeonen auf. Unverfroren wagt er sich in der Nähe spanischer Kanonen auf die offene See hinaus. Bei seinen Beutezügen kann er bald mit der Hilfe anderer Außenseiter rechnen, der indianischen Ureinwohner, die auch unter den Spaniern zu leiden haben. Sie bauen dem Engländer Bongos, traditionelle Einbäume aus Zedernholz, die er bei seinen Überfällen einsetzt. Der Pakt mit den Piraten gehört bis heute zur stolzen Widerstandsgeschichte der Kuna-Indianer. Als Seemann muss Drake ihre Bootsbaukunst geschätzt haben. Kleine, wendige Boote, ideal, um spanische Galeonen zu entern. Ahnen die Spanier, wie beharrlich ihr unsichtbarer Feind in den urwaldbewachsenen Buchten und Inseln seine Hand nach ihren Schätzen ausstreckt? Die Cimarrones spionieren für ihn in spanischen Häfen. Endlich können sie berichten, dass in Nombre de Dios die jährliche Flotte erwartet wird. Die Saison der Schatztransporte beginnt. Der Kapitän hatte seinen Männern immer wieder reiche Beute versprochen. 5 zermürbende Monate konnten sie von ihr im feuchtheißen Dschungel allerdings nur träumen. Jetzt hat das Warten ein Ende. Drake hat einen Plan. In Panama-Stadt, dem Hafen auf der Pazifikseite, laufen nun täglich Galeonen ein, schwer beladen mit Silber aus peruanischen Bergwerken. Die wertvolle Fracht wird auf Maultiere umgeladen und auf die andere Seite der Landenge von Panama transportiert, wo die spanische Flotte auf die Schätze wartet. Urwüchsiger Dschungel überwuchert bis heute die 60 Kilometer schmale Landenge Panamas, durch die einst die wichtigste Straße der spanischen Kolonien führte. Der Königsweg. Ein Trampelpfad. Eine schmale Urwaldschneise ist die Lebensader des Spanischen Reiches. Eine Ader, durch die jedes Jahr die Gold- und Silberströme der neuen Welt fließen. Drake will die Spanier mit einem einzigen Hieb an ihrer verwundbarsten Stelle treffen. Der Coup: ein Überfall auf die Schatztransporte. Kein Hindernis kann den Draufgänger abschrecken. Im Februar 1573 bricht er mit einem Teil der Mannschaft von seinem Versteck an der Küste auf.
Es wird ein langer, mühsamer Marsch durch den Dschungel Panamas, den alle nur deshalb überleben, weil sie zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammenwachsen. Der Sklavenhändler wird zum Sklavenfreund. Zwei Wochen sind sie unterwegs. Ohne die Cimarrones hätten die Engländer keinen Tag überlebt. Wo die Seemänner nur undurchdringliches Dickicht sehen, zeigen ihnen die Urwaldbewohner verborgene Pfade. Die Cimarrones führen den englischen Abenteurer schließlich an eine lichte Stelle im Wald. Zum ersten Mal sieht Drake den Pazifik, auf dem spanische Galeonen Gold und Silber nach Panama bringen. Leises Klingeln der Maultierglöckchen kündigt einen Schatztransport an. Nur mühsam kommen die Tiere vorwärts. Sie sind erschöpft, wie die Eskorte, die den Zug begleitet. Wolkenbruchartige Regengüsse haben den Boden aufgeweicht. Sobald die Sonne durch die Urwaldkronen dringt, wird die Luft erstickend heiß. Ein Höllenmarsch. Keine Arbeit für spanische Edelleute. Sklaven werden eingesetzt, um die Schätze der Spanier zu transportieren. Noch einmal werden Kaltblütigkeit und Ausdauer des englischen Piraten auf die Probe gestellt. Beinahe entdeckt man seinen kleinen Trupp. Zweimal muss er zum Angriff ansetzen. Noch eine Niederlage kann er sich nicht leisten. Nach monatelangen Entbehrungen kommt es nun zum entscheidenden Kampf. Siegen oder sterben. Die Spanier geraten in Panik. In wilder Flucht lässt die Eskorte den Schatz im Stich. Die Sklaven begrüßen den Überfall, der ihnen die Freiheit bringt. Das Gold muss nur noch eingesammelt werden. Als Gewinner kehren sie in ihr Versteck zurück. Dort erwartet sie allerdings eine böse Überraschung. Schiff und Mannschaft sind verschwunden. Waren die Spanier hier? Wurde das Versteck zur Falle? Wieder scheint die Lage aussichtslos. Drake hat den rettenden Einfall. Er nutzt die Geschicklichkeit seiner indianischen Verbündeten, die aus Baumstämmen ein Boot bauen. Er muss sein Schiff finden, und sei es auf ein paar Baumstämmen, auf denen er nun mutig in die offene See steuert. In seinen Plänen ist kein Platz für Ängste, Zweifel oder Resignation. Noch einmal fordert er das Schicksal heraus. Und wieder ist das Glück auf seiner Seite. Am Horizont taucht sein Schiff auf. Die Mannschaft hat das Versteck gewechselt, weil spanische Boote den Küstenabschnitt kontrollieren. Bis zur letzten Szene ist das Panama-Abenteuer aus einem Stoff, aus dem Legenden sind. Seine Todesverachtung, sein Mut zum Risiko und seine unvergleichliche Tollkühnheit machen den Sohn eines Bauern über Nacht berühmt. Ab jetzt raubt Drake für England. Er fühlt sich als Freibeuter mit Lizenz zum Kapern, als treuer Untertan ihrer Majestät, der gegen die Feinde der Krone kämpft und ihnen nimmt, was England zusteht. Aus Sicht des spanischen Königs ist er natürlich nichts weiter als ein Pirat, der skrupellos stiehlt, was Spanien gehört.
Elisabeth hingegen setzt auf den Freibeuter. England soll Seemacht werden. Als erstes ruhmreiches Unternehmen zur See ist eine Weltumsegelung geplant. Sie wird durch spanische Hoheitsgewässer führen. Wer wäre deshalb besser geeignet, als Drake das Oberkommando zu übernehmen? Wichtigster Finanzier dieser Expedition ist die Queen. Als Unternehmerin hofft sie auf Gewinn. Die Praxis des Beutemachens überlässt sie diskret ihrem neuen Helden. 1577 verlassen 5 Schiffe den Hafen von Plymouth. Die Route ist nur einem kleinen Kreis bekannt. Das Unternehmen Geheimsache. Den genauen Auftrag kann man auch heute nur vermuten. Francis Drake navigiert seine Schiffe bis zur Südspitze Amerikas. Er lüftet das bestgehütete Geheimnis der Spanier, die Magellanstraße, die er als erster Engländer unbemerkt durchquert. Vor Feuerland verliert er in Stürmen die anderen Schiffe seiner kleinen Flotte und segelt allein weiter. Der englische Pirat räubert im Pazifik. Sein größter Fang, die Cacafuego, eine überladene Schatzgaleone. Leichte Beute für das Kaperschiff der Engländer. Sechs Tage dauert es, bis Gold und Silber auf Drakes Schiff umgeladen sind. 3 Jahre ist der Abenteurer unterwegs. Als erster Engländer umsegelt er die Welt, raubt Schätze und entdeckt neue Länder. So wertvoll wie Silber und Gold, das sich in seinem Schiff stapelt, sind auch die Karten, die er während seiner Reise anfertigt. Sie sind die Wegweiser für künftige Entdeckungsfahrten. Das erste große Unternehmen zur See hat sich für Elisabeth gelohnt. Ihr Günstling bringt Gewinne nach Hause, die ihren Einsatz um 4000% übersteigen. Die Queen ist bereit, den Seehelden ehrenvoll zu empfangen, der zu ihr eilt, um ihr den Löwenanteil der Beute zu überreichen. Doch hatte sie ihm einen Kaperbrief ausgestellt, wie von Drake immer wieder behauptet? Im National Maritime Museum fragen wir Peter van der Merwe, Historiker und Drake-Spezialist. Ich glaube nicht, dass jemals ein solches Dokument gesehen wurde. Im Übrigen ist fast der gesamte Schriftverkehr Drakes verschwunden. Wir wissen, dass ein Logbuch der Golden Hind existierte, aber es ist weg. Man nimmt an, dass es beim großen Brand im Whitehall-Palast im Jahre 1698 verloren ging. Insofern wird sich diese Frage wahrscheinlich niemals definitiv beantworten lassen. Nicht alles ist dem Brand zum Opfer gefallen. Auf den verschlungenen Wegen der Geschichte gerät ein Dokument nach München, in die Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. Es ist das Logbuch der letzten Reise Drakes. Notizen zum Verlauf der Fahrt sind vermerkt, die Anzahl der Männer auf den Schiffen, die Bestimmung der Route. Doch ein königlicher Kaperauftrag wird mit keinem Wort erwähnt. Die Queen ist zu vorsichtig, um Spuren zu hinterlassen. In London finden wir schließlich ein Dokument, das belegt, Handelsfahrten waren immer auch Kaperfahrten. In der British Library wird eine seltene Handschrift aufbewahrt, die Abrechnung eines Piratenangriffs. Berühmte Namen tauchen auf. Captain Frobisher und wieder Kapitän Hawkins, Drakes Verwandter und mittlerweile Schatzmeister der englischen Marine. Piraterie ist ein Geschäft wie jedes andere und Elisabeth profitiert davon. Sie protegiert ihre Freibeuter. Die Romanzen der jungfräulichen Königin sind ständiges Thema am Hof. Die Königin selbst beruhigt ihre Höflinge. Ihr berüchtigter Weltumsegler sei äußerst unterhaltsam. Und das Schönste, man kann den Emporkömmling jederzeit fallen lassen, wenn er Fehler macht. In einem Londoner Trockendock liegt eine originalgetreue Nachbildung der Golden Hind, Drakes berühmtestem Schiff, mit dem er die Erde umsegelte. Die echte Golden Hind wird auf Wunsch der Königin öffentlich zur Schau gestellt, der Kapitän zum Ritter geschlagen. Elisabeth stattet ihn mit den Insignien des Adels aus, Wappen und Adelssitz. Buckland Abbey, ein ehemaliges katholisches Kloster in der Nähe von Plymouth, wird Wohnsitz des protestantischen Drake.
Elizabeth Sydenham, die Tochter eines Edelmannes, seine Frau. Francis Drake scheint am Ziel seiner Pläne und Wünsche. Weiß er, dass er zu einer Schachfigur in der Politik seiner Königin geworden ist? Elisabeth fühlt sich nun stark genug, Spanien herauszufordern. Die Welt wird ihr Spielball, serviert als goldener Globus von ihrem Günstling Drake. Dem spanischen König den Bart ansengen, so heißt jetzt sein Auftrag. Mit 22 Schiffen sendet ihn die Queen gegen spanische Küsten. Die englische Flotte hinterlässt eine feuerrote Spur von Spanien bis in die Karibik. Galeonen sinken. Wie erbarmungslos und hart in der Karibik um die weltpolitische Vorherrschaft und um nationale Wirtschaftsinteressen gekämpft wurde, lässt sich noch heute bei den Tauchgängen am Grund der Karibischen See erahnen. Ein gewaltiger Schiffsfriedhof erinnert an die Schlachten um politische und wirtschaftliche Macht. Unter Sand und Sedimenten liegen die Reste von Seegefechten. Kanonenrohre, Kugeln, Schiffsteile. Fundstücke, die mit einem dramatischen Kapitel Seefahrtsgeschichte verbunden sind. Die Bergungsarbeit am Wrack ist eine Reise in die Vergangenheit, auch wenn sich in der Tiefe oft noch nicht erkennen lässt, welches Teil man in den Händen hält. Erst wenn die Fracht aus dem Meer das Tageslicht erblickt, beginnen sich die Rätsel um das Wrack zu lösen. Mit jeder Ladung steigt die Spannung. Bei einer Schatzsuche gibt es keinen Abfall. Ob Nägel, Holzplanken oder Schiffsteile, mit jedem Teil nähern sich die Spurensucher der Geschichte. Francis Drake macht diese Geschichte. Er ist der erste internationale Medienstar. Selbst in Deutschland erscheinen Drucke, die von seinen Reisen und Taten berichten. Ein Drake-Kult bricht aus, dem sich auch die Spanier nicht entziehen können. La Dragontea, der Drachengesang, hat Drakes Grausamkeit zum Thema. Sobald die Tonart zu milde erscheint, schreitet die spanische Zensur ein. Am Rande der zensierten Passagen wurde notiert: Der Name Drake muss entfernt werden. In Buckland Abbey wird das Siegel Elisabeths aufbewahrt, mit dem sie ihrem Helden die Vollmacht verlieh, erneut gegen die Spanier vorzugehen. Drake greift Cadiz an, jenen Hafen, in dem ein Teil der spanischen Armada vor Anker liegt. Er zerstört die Flotte und zögert den Angriff Spaniens auf England um ein Jahr hinaus. Der Krieg hat begonnen. 1588 steuert die spanische Flotte auf die englische Küste zu. Der Kapitän spielt Bull, als man ihm das Namen der Armada meldet. Es bleibe genügend Zeit, das Spiel zu beenden und dennoch die Schlacht zu gewinnen, soll er geantwortet haben. Die Königliche Geographische Gesellschaft in London ist Englands feinste Adresse in Fragen zur englischen Geschichte. Sie ist die geistige Heimat berühmter Entdecker und besitzt eine Bibliothek, die sich vor allem einem Thema widmet: Englands Weg zur Macht, an dessen Anfang der Sieg über die spanische Armada steht. Im Kartenraum der Royal Geographical Society zeigt uns der Historiker Herbert Francis einen 400 Jahre alten Folianten. Der Verlauf der Armadaschlacht im Stil eines modernen Comic. Die englische Flotte verlässt den Hafen von Plymouth, nutzt die Gezeitenströmung trotz Gegenwind und umgeht die Armada. Mit dem Wind im Rücken jagen die leichten, neu gebauten Schiffe der Engländer die große, schwere Flotte der Spanier, die zwar prachtvoll anzuschauen ist, aber wenig geeignet für eine Seeschlacht. Die Spanier hatten einen Landkrieg vorbereitet und werden von den Engländern auf See überrascht. Wie andere Offiziere der englischen Marine wusste Drake einiges über spanische Schiffsformationen und dachte darüber nach, welchen Vorteil man daraus im englischen Kanal schlagen könne. Denn eines war klar: Je größer die Flotte, umso schwieriger wird es, sie zu manövrieren. Die kleine, leichte Flotte der Engländer war viel beweglicher. Außerdem hatten die Engländer den Heimvorteil. Sie kannten die Gezeiten und Buchten besser als der Feind. Vor dem französischen Calais kommt es zur entscheidenden Schlacht. Der Name Drake taucht als Fußnote der Geschichte auf. 27. Juli 1588.
Vor Calais wurde die Flotte in der Nacht zum 28. von Drake angegriffen. Es ist Drakes Idee, beim Angriff Brandschiffe einzusetzen. Seine trickreiche Strategie entscheidet die Schlacht. In den Reihen der Spanier bricht Panik aus. Sie fliehen und sehen sich dann hilflos einem neuen Gegner ausgeliefert, einer stürmischen See, die zahlreiche ihrer Schiffe verschlingt. Philipp II. Zieht sich in den Escorial zurück. Die Niederlage ist vernichtend. Während sein Reich in den lodernden Flammen der Inquisition erstickt, schlägt Englands Stunde. Auf der kleinen Insel erwacht eine Seefahrernation. Hunderte von Kapitänen folgen Drakes Beispiel, segeln auf seinen Routen und tragen den Namen des künftigen Empire in die Welt hinaus. Der Mann, der den Weg zur Seemacht geebnet hat, ist schon zu Lebzeiten Legende und dennoch nicht zufrieden. Zeit seines Lebens hat er die Hände nach dem spanischen Silber und Gold ausgestreckt. Aber die Schatzflotte selbst bleibt für ihn unerreichbar. Das Schatzsucherteam auf der Beacon hat Drakes Fährte wieder aufgenommen. Doch heute geht die Jagd nach dem Gold dort weiter, wo der englische Pirat nicht hinkam. Die umgebauten Schiffsschrauben wirbeln sauberes Wasser nach unten, um die trüben Zonen am Meeresboden aufzuklären. Eine detektivische Suche, 30 Meter unter dem Tageslicht. Und plötzlich gibt uns die See in einer ihrer unberechenbaren Launen frei, was sie jahrhundertelang verborgen hielt. Wir finden, wovon jeder Schatzsucher träumt. Auf den Meeresboden verteilt liegen die Schätze aus dem Wrack einer Galeone, die im 17. Jahrhundert im Konvoi der spanischen Schatzflotte segelte. Millionen werden ans Tageslicht gebracht. Die Versteigerung eines einzigen handtellergroßen Smaragdkreuzes erzielte Monate später den Rekordpreis von 400.000 Pfund Sterling, über 1 Million Mark. Tausende von Silbermünzen werden gereinigt. Es sind Ocho Reales, die Silberpesos, auf denen das spanische Weltreich aufbaut. Im Säurebad werden sie von jahrhundertealten Verkrustungen befreit und für ihren großen Auftritt poliert. Auf Numismatikerbörsen sind sie begehrte Sammlerstücke. 100.000 Dollar zahlt ein Sammler für eine Münze aus purem Gold. Die Beute aus der Tiefe stammt aus einer Epoche, die beherrscht wurde von der Gier nach Edelmetallen. Es ist die Epoche Francis Drakes. Nach dem Sieg über die spanische Armada beginnt sein Stern zu erlöschen. Als Flottenadmiral versagt er. Beutezüge misslingen. Noch einmal will er an die vergangenen Erfolge in der Karibik erinnern. Doch wo er viele Jahre früher seinen Ruhm begründete, erkrankt er nun am Tropenfieber. Am 28. Januar 1596 notiert ein Offizier in das Logbuch dieser letzten Reise: Francis Drake starb. Er hatte die Unterstützung der Queen, solange er ihre Kassen füllte. Als ihn sein Beuteglück verlässt, erkaltet auch die Gunst am Hof. Ein Seemann hinterlässt eine Skizze mit der Position, an der Drakes Sarg der See übergeben wird. Vor der Küste Panamas, bei Nombre de Dios, dem Ort seines ersten Überfalls vor 30 Jahren. Kapitäne und Offiziere sind an Deck versammelt, um ihrem Befehlshaber die letzte Ehre zu erweisen.
Sir Francis Drake wird so bestattet, wie es sein letzter Wille war. In voller Rüstung, in einem Sarg aus Blei, auf See. Kein Spanier soll seinen Leichnam jemals finden. Sein Sarg bleibt für immer verschollen. Sein Name wird unsterblich. Er ist der Mann, der England neue Horizonte